In diesem Video gehen wir der Frage auf den Grund, warum von Forschenden der Universität Innsbruck gemeinsam mit Freiwilligen Schmetterlinge gezählt werden, wo und wann das gemacht wird und wie man ein wissenschaftliches, systematisches Tagfalter-Monitoring durchführt. Ihr zählt Tagfalter an vielen verschiedenen Standorten. Kannst du uns erklären, was die Beweggründe sind? Biodiversität und funktionierende Ökosysteme sind ganz eine wichtige Lebensgrundlage für uns Menschen. Und leider wissen wir eigentlich viel zu wenig, wie es um die Biodiversität, also um die Vielfalt allen Lebens steht in diesen Ökosystemen, Flüsse, Wälder, Wiesen. Und was wir machen, ist so eine Art Volkszählung für Tiere und Pflanzen. Wir haben in den letzten Jahren als Menschen diese verschiedenen Ökosysteme sehr stark verändert. Und wir wissen eigentlich viel zu wenig, wie sich diese Veränderungen auf die Vielfalt auswirkt und ausgewirkt hat. In den Medien hört man in den letzten Jahren viel von Biodiversitätskrise im Allgemeinen und Insektensterben im Speziellen. Kannst du uns dazu etwas sagen? Ja, die Biodiversitätskrise ist tatsächlich eine der größten Herausforderungen, die wir aktuell zu begegnen haben. Viele Wissenschaftler oder einige Wissenschaftler sprechen sogar vom sechsten großen Massenaussterben. Es gab in den letzten über 500 Millionen Jahren gab es 5 große Massenaussterben. Das letzte vor über 60 Millionen Jahren war das, wo die Dinosaurier rausgestorben sind. Deshalb ist das auch sehr bekannt. Und aktuell sterben global so viele Arten aus, dass einige Wissenschaftler sagen, wir befinden uns im sechsten Massenaussterben. Der Unterschied ist, dass die früheren Massenaussterben auf große Umweltkatastrophen zurückgingen, wie Vulkanausbrüche und mehrere Jahre globaler Winter oder Meteoriteneinschläge. Und jetzt sind wir Menschen verantwortlich für dieses Aussterben, einfach durch unsere große Gier an Ressourcen, an Rohstoffen. Was sind die Ursachen für diesen massiven Rückgang an Arten? Wichtig ist hier zu beachten, dass es nicht nur um den Rückgang von Arten geht, sondern auch, dass der Rückgang von den Arten ist sozusagen der letzte Schritt, wenn die Arten verschwinden, das Aussterben von Arten. Aber bereits davor kommt es zu einem Rückgang an Populationen, an Lebensräumen und die Individuenzahl wird immer kleiner und es werden immer weniger. Das ist zum Beispiel auch bei den Insekten, die ja oft jetzt in den Medien waren, besonders wichtig. Hier geht es auch darum, dass teilweise häufige Arten einfach immer weniger vorkommen und sie verlieren dadurch auch eine ganz wichtige Funktion im Ökosystem. Viele Insekten sind wichtige Bestäuber, das wissen die meisten Leute. Gleichzeitig sind Insekten aber auch Futtermittel für Fledermäuse, für Vögel, für Reptilien. Und wenn die Insekten zurückgehen, dann kommen auch all diese Arten unter Bedrängnis. Woran liegt es, dass die Arten- und Individuenzahlen von vielen Insekten in den letzten Jahrzehnten so stark abgenommen haben? Eine ganz wichtige Ursache ist die veränderte Landnutzung oder überhaupt die Landnutzung. Um nur ein Beispiel zu nennen, wir verbrauchen in Österreich täglich über 12 Hektar. Das sind 16 bis 20 Fußballfelder. Die werden verbraucht, also zubetoniert oder asphaltiert. Und auf Asphalt oder Beton können eben sehr wenige Arten überleben. Das ist ein wichtiger Grund. In der Landwirtschaft ist es in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu einer massiven Intensivierung vor allem günstiger Lagen gekommen. Das heißt, es werden heute Wiesen viel öfters geschnitten als früher, sie werden stärker gedüngt. Und wenn man eine Wiese sehr intensiv bewirtschaftet, können auf solchen Wiesen nur noch sehr wenige Arten überleben. Ganz viele Spezialisten überleben dort nicht mehr und es kommt einfach zu einem Rückgang an Arten. Und zusätzlich für die Tiere, für die Insekten, wenn eine Wiese mehr als 3-mal im Jahr geschnitten wird, dann gibt es dort einfach nicht genug Zeit, dass sich Insekten entwickeln können und sie gehen als Lebensräume verloren. Ein weiterer Punkt gerade bei den Insekten sind natürlich der Einsatz von Pestiziden. Der ist aber relativ schwierig nach wie vor abzuschätzen. Dazu gibt es auch eigentlich zu wenig Untersuchungen in der Fläche, um zu sagen, wie sich das auf Insektenpopulationen im großen Maßstab auswirkt. Wie nun schon öfters angesprochen, wissen wir erstaunlich wenig über die Biodiversität der heimischen Ökosysteme.
Diese Wissenslücke wird mit dem Tagfalter-Monitoring nun, zumindest teilweise für die Gruppe der Tagfalter, geschlossen. Warum gerade Tagfalter? Warum gerade Tagfalter? Wir verwenden die Tagfalter als Indikatoren für die Gruppe der Insekten. Die Insekten ist überhaupt die größte Tiergruppe. Und man muss sich das vorstellen, ein Indikator ist sozusagen etwas, mit dem misst man etwas, das man nicht unmittelbar messen kann. Ein gutes Beispiel ist Fiebermessen. Wenn wir Fieber messen, dann interessiert uns nicht, wie die Temperatur ist per se, sondern ob wir krank sind oder nicht. Und eine erhöhte Temperatur ist ein Signal, dass in unserem Körper etwas nicht stimmt und wir eine Krankheit haben. Und ähnlich ist es mit dem Beobachten einer bestimmten Tiergruppe, die eben repräsentativ steht, in dem Fall für die Insekten. Und die Tagfalter eignen sich hier sehr gut. Die Tagfalter, die reagieren sehr sensibel auf Veränderungen in ihrer Umwelt. Das heißt, sie gehen in ihrer Zahl und auch in ihrer Artzahl zurück, wenn sich was verändert oder nehmen zu. Und das relativ rasch. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass Tagfalter, dass man beobachtet hat, dass wenn viele Tagfalterarten vorkommen, dass auf solchen Standorten auch eher seltene Arten vorkommen. Das scheint auf den ersten Blick logisch, ist aber nicht für alle Tiergruppen so. Also hohe Artenzahl, hohe Individuenzahl bei Tagfalter korreliert relativ gut mit seltenen Arten und ist von dem her auch eine sehr gute Aussage, okay, hier kommen auch sehr seltene Arten vor. Und was auch noch ganz wichtig ist, wir wissen viel Ökologisches über die Tagfalter, also wir verstehen diese Arten gut, wir wissen, welche Ansprüche sie haben. Last but not least, die Tagfalter sind einfach Sympathieträger. Es gibt niemand, der Tagfalter nicht mag, und sie eignen sich deshalb auch sehr gut, Tagfalter zu kommunizieren als wichtige und schützenswerte Tiergruppe. Das bringt uns zu den Freiwilligen. Im Vielfalter-Tagfalter-Monitoring beteiligen sich Freiwillige am Erheben der Tagfalter. Wie genau geht das? Beim Vielfalter-Tagfalter-Monitoring beobachten wir systematisch verschiedene Standorte. Systematisch bedeutet, dass wir Standorte gewählt haben, die repräsentativ für die Landschaft stehen. Also das heißt, wir beobachten nicht nur Standorte, die besonders schön sind und besonders artenreich, sondern auch intensiv genutzte Wiesen, weil eben in den Tallagen auch sehr viele intensiv genutzte Wiesen vorkommen. Und diese Wiesen beobachten wir einerseits mit professionellen Experten, also professionellen Schmetterlingsbeobachtern, die sich diese Standorte anschauen. Und zwar von diesen ausgewählten Standorten nur ein Viertel. Das bedeutet, wir brauchen 4 Jahre, um alle Standorte zu beobachten. Im 5. Jahr wird dieser Rhythmus sozusagen von vorne gestartet und man beobachtet die Flächen des 1. Jahres wieder. Ergänzend dazu, und das ist sehr wichtig, bitten wir Freiwillige ebenfalls auf diesen Standorten, und zwar auf allen Standorten, jährlich zu beobachten. Dadurch bekommen wir Zahlen über die Anzahl von Individuen. Die Freiwilligen, die beobachten nicht jede einzelne Art, weil man dazu sehr viel Vorwissen braucht, sondern beobachten die Schmetterlinge auch nach Gruppen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass wir auch schon Freiwillige haben, die sich so gut eingearbeitet haben, dass sie bereits auf Artniveau beobachten. Das wird dann sozusagen, dann werden die Erhebungen umso besser, umso wertvoller. Aber für uns ist es auch sehr wichtig, eben zu wissen, wie viele Schmetterlinge kommen vor. Und da reicht es in Gruppen, diese Schmetterlinge zu zählen. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist zu sagen, dass wir eben auch Standorte beobachten, die eben Intensivwiesen zum Beispiel sind. Und dort kann es vorkommen, dass keine oder nur sehr wenige Schmetterlinge vorkommen. Und diese Daten sind für uns genauso wichtig. Also ganz wichtig, auch wenn man Aufnahmen macht, wo keine Schmetterlinge vorkommen, bitte diese Aufnahmen eingeben, weil wir nur so eine repräsentative, eine richtige Zählung der Schmetterlinge machen können und auch nur so berechnen können, wie viele Schmetterlinge tatsächlich in den jeweiligen Lebensräumen vorkommen. Wie werden die Erhebungen von den Freiwilligen durchgeführt? Nachdem die Freiwilligen diesen Kurs beendet haben und mit uns ein kurzes Gespräch geführt haben, können sie selbstständig auf der Homepage Standorte aussuchen, können sich dort den Weg, die Beschreibung zu diesen Standorten ausdrucken und gehen dann an die Standorte hin und führen die Erhebung durch. Wie genau die Erhebung durchgeführt wird, das wird in einem späteren Kursteil hier noch dargestellt. Danach kommen die Freiwilligen mit ihren Daten zurück,
geben diese in eine Online-Maske ein über die Homepage und liefern die Daten sozusagen an uns.